Es hat sich jeder reingehaut. Wenn wir sein Bestes geben, ich genauso. Und am Ende gehen wir als Mannschaft als Sieger vom Platz. Sehr schwieriges Spiel heute, aber sehr wichtig, 3 Punkte wir haben genommen und wir sind sehr glücklich. Wir haben versucht, ein bisschen tiefer zu stehen, mit 2 richtigen Spitzen zu agieren. Und ich glaube, das ist uns halbwegs aufgegangen. Wir haben heute alle gemeinsam gegen den Ball viel, viel besser gespielt wie gegen Sturm. Und das war sicher entscheidend, weil wir haben einfach die Qualität, dass wir offensiv Tore machen. Das haben wir in Graz gesehen. Wir haben dort ein schlechtes Spiel gemacht, haben trotzdem 2 Tore gemacht und noch Chancen gehabt. Und wir haben heute gewusst, dass wir jederzeit Tore schießen können und dass der Schlüssel zum Erfolg hier über die Defensive geht. Und das haben wir gewusst und deshalb haben wir so gespielt. Und uns ist es aufgegangen. Also ein großes Lob an den Trainer. Der Spielplan ist perfekt aufgegangen. Das ist ein kleines Geschenk an die Geschäftsführung und an den Präsidenten und an Freddy. Ich bin froh, dass ich das zurückzahlen habe können, zumindest heute mal. Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil wir haben gegen einen sehr, sehr schweren Gegner gespielt, der mit viel Selbstvertrauen gekommen ist, 7 Partien hintereinander gewonnen hat. Und die Mannschaft hat gerackert, gekämpft bis zum Schluss. Und heute waren wir Gott sei Dank mal effizient auch. Ja, es war das betonschwere Spiel. Wir haben das eigentlich auch so erwartet, dass die aggressiv draufgehen. Ich denke, es war über 90 Minuten eigentlich ein Kampfspiel mit ganz vielen Zweikämpfen. Haben das sicher besser gemacht als gegen Sturm, waren da robuster. Und ja, Lask hat natürlich auch ein paar Chancen gehabt, aber wir haben die 2 genützt, Gott sei Dank. Der Kühne, für den freut es mich ungemein, also der haut den rein, unglaublich, Weltklasse. Also einfach nur super. Mein Vertrag rennt aus im Sommer, das weiß jeder. Aber ich arbeite immer wieder hart im Training und ich kann mir nichts vorwerfen und ja, mache immer weiter. Litschi war natürlich die Basis dieses Sieges heute und ich bin froh und stolz, dass wir so einen guten Tormann haben. Ja. Ja, der Litschi ist generell die ganze Saison ein sehr, sehr guter Rückhalt. Wir sind richtig froh, dass wir ihn hinten haben. Ja, man weiß, dass Lask immer wieder die Tiefe sucht, schnelle Spieler hat und dass der immer wieder zu Chancen kommen kann. Gott sei Dank haben sie heute gerade reingemacht und wir halt 2. Wir haben uns vorgenommen, dass wir gewinnen. Das ist uns gelungen, auf das sind wir stolz. Der Lask hat jetzt eine sehr, sehr lange Serie gehabt. Wir sind die erste Mannschaft, die jetzt endlich gebrochen hat. Die Jungs haben schon in der Pause gesagt, dass Lask das Tempo wahrscheinlich nicht mehr lange gehen kann. Aber das war ein Irrtum. Aber wir haben mitgehalten, das war gut. Wir haben es heute kommen lassen, haben taktisch ein bisschen was anderes gemacht und das ist Gott sei Dank aufgegangen. Zweite Torschance ich auch gehabt, aber ist okay. 2-0, wichtig ist 2-0, wir haben gewonnen und wir sind wieder im 3. Platz jetzt.